herzlich willkommen hier aus dem Grabe Nordwedens, sind wir auch verstanden, zu einer neuen Folge. Und oh, da muss man was angleichen hier. Das war doch, glaube ich, so. Schon gewundert, warum das drüben auf der anderen Seite nicht genauso ist. Aber jetzt ist es genauso. Gut, dass wir es angeglichen haben. Gut, dass wir es bemerkt haben. Super. Wir wollen nämlich heute uns voll und ganz der Schäferei widmen. Ja, ja, ihr habt richtig gehört. Schäferei. Und dieser Hirn steht. Habe ich schon ein bisschen Chef heute. Ein bisschen Gruß reingetan. Viel Gruß. So, schaffen wir erstmal die rote Wolle wieder hier runter. Bäm, bäm. Das soll nämlich der Schäfer, soll ganz viele Truhen bei sich auch in der Wohnung haben. Also nicht in der Wohnung, sondern im Verkaufsbereich. Das soll dann nach oben sein und eine kleine Webstube auch haben. Warum bin ich jetzt so müde? Keine Ahnung. Ich hatte einen harten Arbeitstag hinter mir. Einen harten Arbeitstag. Aber das ist eine andere Geschichte. So, wir wollten... Wir wollten... Das war hier auskrusten. Ganz wichtig. So, bam, 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 bam. Nein, das ist Obsidian mitgenommen, also wirklich. Hier schon mal einen Ofen aufstellen. So, zack. Wasser haben wir auch mitgenommen. Eieieiei. Ich habe mir das so gedacht. Wir fangen hier an. Das ist die Mitte von dem Teil. So. Noch einen höher. Dann kann ich nämlich das so machen. Autsch. Kann ich das so machen? Oder wir machen da Treppe. Treppe und oben eine Stufe. Na, wir können ja mal gucken, wie es besser ausschaut. So. Oder Treppe, Treppe, Stufe, habt ihr gesagt. So, bam. Wieder eine Werkbank. Die Werkbänke, die sprießen hier wie Sandalen aus dem Boden. Na, vielleicht ein nicht so schöner Vergleich. So, bam, bam. Tun wir das mal hier so machen. Und so. Schaut auf jeden Fall besser aus, meines Erachtens nach. Das können wir ja wieder nach dem dritten machen. 1, 2, 3, dann können wir es hier nochmal machen. Passt. Also. Das gehört natürlich nicht hin. Ne, das gehört ja nicht hin. Da können wir es gleich so machen. Hier kommt nämlich dasselbe hin. Weiß nicht, ob ich da Tafeln hin baue oder nicht. So und so. Da kommt eine Treppe und hier hinten. Und da eine Stufe. Zack, zarab. Autsch, die Werkbank war da. Gucken wir doch gleich mal, ob wir hier ein paar mehr Treppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Machen wir noch eine und noch eine und den Rest. Stufen. Ja, passt ungefähr. Ist gut. Ist gut. Können wir hier die zwei Steine wegmachen und hier auch.
Holla, da steht ein Poller. So. Da kommt nämlich hier oben. Ja, klasse. Kommt hier oben nämlich die Wohnung von den lieben Herrn Schäfer drauf. Wenn ich denn wüsste, wie er heißt. Müsste auch mal die Uhr aus. Autsch. Ich müsste die Uhr auch mal hier rausnehmen. Ne? Die ja. Aber die schaut eigentlich ganz hübsch aus. Ne? Hätte nicht gedacht, dass sie so hochauflösend ist. Aber ihr seht da trotzdem immer noch die Pixel. Ne? Aber ich finde, sieht schon sehr angemessen aus. Vor allen Dingen so. Ne? So natürlich weniger, aber wenn man das mal so schaut, ne, schaut schon ganz gut aus. So leicht HD. Ne? Sind ein bisschen eine höhere Auflösung des Ganzen. Dass es auch hier reinpasst, nicht dass da ein riesengroß hier, ne, so ein großes Ding hier drin ist und dann so eine große Sonne und das dann nicht mehr angezeigt werden kann, so, wird dann natürlich so ein. So violett-schwarz angezeigt, ihr wisst, was ich meine. Für alle, die es nicht wissen, violett-schwarz kariert ist ein Block in Minecraft, der keine Texturen hat und nicht angezeigt werden kann. So, für die das Texture Pack nicht kennen, unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu zum Download. Das ist das OZ Texture Pack. Von Oberzeron, nicht von Oberzeron, sondern editiert von Oberzeron. Und der Liebe hat es zur Verfügung gestellt für die Community. Nutzt es auch selber. Dann machen wir einen Dreier hin. Und dann das hier hin. Ja, müssen wir es so machen. Eins, zwei, drei. Hier geht's ja nicht. Eins, zwei, drei. Und dann wahrscheinlich auch mal hier den da machen. Und ja. Hier müssen wir in die Natur eingreifen. Ich wollte auch mal zu meinem Offscreen-Projekt mit euch reisen. Das kann man ja auch in den nächsten Folgen mal angeben. Als wenn ich jetzt die drei Folgen hier vollständig habe, reicht da auch erstmal für den Anfang. Und ja. Yeah.